Hallo, lieber Aufrufer. Ich muss das nicht extra betonen. Lichtgeschwindigkeit, Spaß muss immer sein. Ich habe alleine zur Unterhaltung meines Hochwertpublikums immer Sachen mit den Krawattenknoten, nicht zugeknöpften Halsknöpfen und solchen Sachen. Und wenn ich mir das dann selber zur Kontrolle angucke, dann denke ich immer, oh Gott, das wäre schon wieder irgend so ein Quatsch. Das ist meistens gar nicht absichtlich. Atomausstieg. Ich habe hier extra meine Edelkrawatte heute, nämlich das Kinderpornotheater aus dem Koffer. Meine Erfolgsnachricht zur Frage, Sex sells, ja, keine Sorge, Sex sells. Denn es gibt überhaupt nichts im Bereich menschlicher Vorstellung und menschlicher Daseins. Ausprägung, was nicht immer Sex ist. Ja? Jeder Mensch ist Sexsymbol. Jedes Sexsymbol ist menschlich. Naja, also gut. Ich habe hier viele interessante Sachen drin zum Thema Sexsells. Hier zum Beispiel sind ganz viele Kinderpornos drauf, Erwachsenenpornos und Seniorenpornos, Meerschweinchenpornos, Autopornos und ziemlich geil, wirklich Zeppeline. Zeppeline bei der Paarung, das ist noch dramatischer als der Wal. Der normale Wal und dann die Partnerwahl und natürlich die Bundestagswahl. Wenn die Bundestagswahl kommen sollte, oh, ich glaube, ich gleite jetzt ab, also hier, damit das mal klar ist, ja. Das Kinderpornotheater spielt und mein Aufruf hier zu dieser Lichtgeschwindigkeit hat folgendes Thema. Entsorge, End mit D, Ende, also wie Ente, nur mit D. Entsorge Atommüll, Fragezeichen, Alternativen gesucht. Ich habe also heute einen Aufruf bekommen von Wolf Schluchter aus Cottbus, das ist der, der auch den Abschalten sofort, Atomausstieg, Sache organisiert hat, da von seinem Büro aus, die dann auch in den Zeitungen waren und die ganzen Wissenschaftler gegen die Atomenergie und so weiter. Hier heißt es also, nachdem nun der Ausstieg aus der Atomindustrie durch Parlament und Regierung beschlossen ist und die ersten AKWs still liegen, muss nun Sorge getragen werden, dass dies auch tatsächlich so bleibt. Dazu gehört unbedingt die Lösung des Endlagerproblems für den Atommüll. Da Gorleben offensichtlich nicht die Lösung ist, geht es nun um die Suche nach Alternativen. Wir möchten dazu aus der Wissenschaft heraus einen Beitrag leisten und denken, dass Sie, also ich zum Beispiel, oder auch YouTube-Lichtgeschwindigkeitsanschauer, vielleicht dafür Interesse haben. Also nochmal, es geht darum, Endlagerprobleme für den Atommüll, Entsorge. Interesse daran haben wir im Prinzip ja schon alle. Wir führen, also Wolf Schluchter ruft das aus, wir führen dazu eine Ringvorlesung durch. Ringvorlesung ist also nicht innerhalb des normalen Universitätsbetriebs, sondern da kommen Leute von draußen, die in der Universität zu festen Terminen zu diesem Thema sozusagen ein extra Thema, extra Vorlesung. Ringvorlesung durch mit dem Titel Entsorge
Atommüll? Fragezeichen. Zu der wir verschiedene Persönlichkeiten, die mit der Frage befasst sind, gewinnen konnten. Die Veranstaltung der Ringvorlesung immer dienstags 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Jetzt kommt es. Sie können über den Stream, Streamübertragung, also live wird das im Internet gezeigt, verfolgt werden. Wenn Sie möchten, also Sie, ich, können Sie daran teilnehmen, indem Sie folgenden Link herstellen, und dann ist der Link hier, den tue ich in meinen Videobegleittext hinein, www.sozum. Also Sozum, Soziologie, irgendwas, tu-cottbus.de / HOEZ, / Archiv, / WS, also Wintersemester 11, 2011, /Ringthemen und so weiter. Also das kriegt man aber über irgendeine Sucheingabe, dann Ringvorlesung Universität Cottbus, Wolf Schluchter. Er schreibt also, gerne erfahren wir Ihre Meinung zu diesem Thema und vielleicht ist dies auch ein Anlass, weiterhin in Kontakt zu bleiben und so weiter. Also lieber Wolf Schluchter, herzlichen Dank für die Aktivität und was ich machen kann, dafür, wenn ich Zeit habe, beteilige ich mich. Und dieses gebe ich jetzt hier mal an die Lichtgeschwindigkeit über YouTube in das Off des Weltalls hinaus. Und danke für den Aufruf. Das ist das, was bei Jimi Hendrix hieß. Ja, danke für den Aufruf.